Hey zusammen, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Wir wollen Ryders Lieferauftrag machen mit dem LaFerrari. Den würde ich gerne ausprobieren, wie sich der denn so fährt im Spiel. Ich habe schon auf Reddit ein bisschen gelesen, dass der normalerweise das Auto fährt, ziemlich OP sein soll. In gewissen Rennen. Aber wir werden es rausfinden. Schauen wir mal, was so auf uns zukommt. Ja, ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen im Multiplayer noch weitergespielt, da ein bisschen noch Sammelobjekte gesucht und so ein Zeugs und ein paar Rennen gemacht, wenn sich jemand angeboten hat, der entsprechend ein Rennen fahren wollte. Hoppla. Weil, ja, hab natürlich durchaus Bock auf das Spiel, hab tatsächlich aber ein kleines, sagen wir so, technisches Problem gehabt. Oh, wir fahren das Auto tatsächlich bei Rydells Garage, von der Garage weg. Jo, bleib halt einfach mitten auf der Straße stehen. Geile Idee. So. Dann fahren wir nochmal hin und starten das Ganze. Schöner LaFerrari. In grün, so wie es aussieht. Oder? Ja, und so. Bisschen tarnfarbenmäßig. Nicht die Waage, die Waage, ja. Die Farbe, die ich wählen würde, aber okay. So. Klingt schon mal nicht schlecht. Fährt sich schon mal ordentlich schnell. Ja, das hätte jetzt auch schief gehen können. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, deswegen. Ich will mir mal Nitro ein bisschen einteilen, aber wir sind schon bei über 300. Shit, also der Wagen ist durchaus schnell unterwegs für dich. Schnell, würde ich sagen. Wird wahrscheinlich eher auf Grip sein, allerdings, ja, man sieht das ja leider nirgends. Ich hätte es mal gesagt, ich fahre ihn eher auf Grip, weil es ist ein Ferrari. Außerdem kriegen wir da ordentlich Booster mit, weil Driften habe ich nicht ganz so... Hoppla, das war eine Berührung, die wollte ich eigentlich nicht. Driften habe ich noch nicht ganz so raus in dem Spiel, bin ich ehrlich. Da war eine Hausnummer, da war eine Kante. Hoppla, und gleich nochmal. Danke Spiel fürs Resetten an der Stelle. Ja. Danke dafür. Mal schauen, ob wir das zeittechnisch rausholen. Im Normalfall, sage ich mal, die Events sind sehr großzügig angelegt eigentlich. Also so ein paar Sekunden kann man schon mal irgendwo verlieren. Aber zu viel sollte man halt trotzdem nicht verlieren. Deswegen schauen wir mal. Ich hatte tatsächlich ein kleines technisches Problem, weshalb ich ein bisschen im Multiplayer gespielt habe. Ich habe beschlossen, ich mache ein BIOS-Update bei meinem Mainboard, weil es ein neues BIOS gab. Und mein Mainboard hat so, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, was Asus... Okay, das geht sich nicht aus, oder? Nö, okay, das müssen wir nochmal neu starten. Nochmal neu machen. Jetzt wissen wir ungefähr die Route zumindest. Ich weiß jetzt zumindest. Aber wir haben ja ein paar Neustarts über. Und warum nicht, es sind doch 12.000, die wir dafür kriegen. Genug Kohle, um ein bisschen auch die Werkstatt aufzurüsten dann später. Ich glaube, da haben wir schon alles. Ich weiß gar nicht, haben wir schon alles? Ich glaube, wir haben schon alles, oder? Nachdem es ja zwei unterschiedliche Progressions sind, also sowohl Multiplayer als auch Singleplayer, ja getrennt voneinander funktionieren, habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber ich habe auf jeden Fall ein BIOS-Update von meinem Mainboard gemacht und mein Mainboard hat irgendwie die Anleihen, dass... Also Standard... Yo, Brudi, danke dafür. Gott sei Dank setzt das Spiel sehr großzügig zurück, könnte man sagen. Und Schaden dürfte auch wohl egal sein. Also grundsätzlich ist es ja so, wer von euch schon mal einen PC gebaut hat und so ein bisschen sich auskennt, wahrscheinlich weiß das. Ich weiß, viele Leute wissen es tatsächlich nicht. Wenn man sich entsprechend RAM kauft, so wie ich habe zum Beispiel einen RAM, der mit 3600 MHz laufen würde eigentlich. Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund sind die Hersteller aber so gemein und quasi lassen den nur auf, was sie sich 2.8 oder so, glaube ich, laufen. Und ich weiß gar nicht, was er standardmäßig läuft. Auf jeden Fall muss man das XMP-Profil aktivieren, damit entsprechend der RAM auch wirklich voll genutzt wird. Und das wissen viele Leute nicht, das wird einem auch, ja, in dem Sinne jetzt nicht erklärt, will ich nicht sagen, weil wahrscheinlich steht es irgendwo, aber wer liest sich schon irgendwas durch? Ich weiß, dass viele Leute das nicht im Kopf haben und oft nicht wissen. Und ich bin jemand, der das halt dann, der das weiß. Ich habe jahrelang PC zusammengebaut und entsprechend, ja, auch meine eigenen immer selbst gebaut. Entsprechend weiß ich halt entsprechend, was man da ungefähr einstellen muss und dass man das XMP-Profil aktivieren sollte. Ich habe aber bei meinem Mainboard irgendwie das Problem, dass das ein bisschen rumzickt. Also ich hatte da... Sieht das jetzt aus? Wie, das geht jetzt wieder nicht aus. Ach, fuck. Weil der eine Koffer da unbedingt... Ah,
mir die Vorfahrt genommen hat. Naja, okay, kriegen wir immerhin, es sind nur 2000 weniger. Okay, dann ist es nicht so wichtig. Nicht optimal, aber ist auch wurscht. So. Hey Rydell, bin fertig. Der Ferrari war ein Traum. Shimizu hat angerufen. Er hat's nur ungern zugegeben, aber er war zufrieden mit deiner Arbeit. Ich bin echt stolz auf dich. Ihr wart früher echt dicke miteinander? Sag's nicht so, als wär's ewig her. Das war in den frühen 2000ern. Oh, das erinnert mich an was. Du hast dieses Y2K-Ding mit... Danke, aber... Nicht wahr? Dachtest du echt, die Welt geht unter? Klar, und deshalb haben wir Party gemacht, als wär's 1999. Okay. Komm schon, den Song musst du doch kennen. Prince? The artist formerly known as? Okay, ich leg jetzt auf. Da wären wir in die andere Richtung zu dem Gespräch von letztens. Ich finde es übrigens ziemlich nice irgendwie, dass man die Cops so easy, sag ich mal, zerstören kann. Ich habe jetzt übrigens zu einem Drift-Event mal einen... Ja, das funktioniert nicht. Diese übertriebenen Effekte, wenn man crasht. Ach, come on. Diese Cops. Ich wollte doch nur zu diesem Event fahren. Du Penner, ey. So. Na komm her. Was ich jedenfalls, meine Güte, ich werde ständig unterbrochen hier und unterbreche mich selbst und bringe mich selbst raus. Welche Überraschung. Was ich sagen wollte ist. Einmal schön den Kopf zerstören. Was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass mein Mainboard irgendwie da Probleme hat mit dem XMP-Profil nach dem BIOS-Update. Ich weiß nicht, ich aktiviere das und dann kriege ich ständig Bluescreens und Abstürze vom PC und was weiß ich. Dann stelle ich es zurück und dann stelle ich es wieder neu ein und dann auf einmal geht's so irgendwie. Mir ist das ein bisschen ein Rätsel, wie das sein kann. Also ja, setzt sich ja nach dem BIOS-Update das BIOS zurück, dann stelle ich die Sachen neu ein. Oh yeah. Wo ist der Kopf? Wo ist der letzte Kopf? Da ist der letzte Kopf. Ja, so wäre das nix. Da kommt man nicht durch. Und ja, entsprechend spinnt das immer ein bisschen rum und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass irgendwann mal ein BIOS-Update rauskommt, dass das Problem behebt. Das Komische ist nur, so kann man auch entkommen. Und ja, irgendwie habe ich die Hoffnung, dass irgendwann mal das Problem behoben wird, aber tatsächlich, ja, irgendwie funktioniert es nicht, irgendwie wird es nicht behoben. Und ich habe jedes Mal wieder aufs Neue und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt stand irgendwas drin mit DRAM-Kompatibilität und so weiter, vielleicht gibt es ja ein Update, was das betrifft, aber tatsächlich ist das Problem wieder aufgetreten. Aber wie gesagt, einmal zurücksetzen, wir probieren mal ein Drift-Event im Auto, das Auto ist ja eigentlich auf Drift aufgebaut. Deswegen probieren wir das mal. Und ja, eigentlich war ich halt der Meinung, dass man das durchaus... Oh Gott, ist das ein Offroad-Drift-Event? Nö, bitte nicht. Mag Offroad nicht. Und eigentlich hatte ich somit die Hoffnung, dass quasi das Problem endlich mal... ja, behoben wird. Jedenfalls ist es halt einfach weird, dass es so... bestimmt ein Teddybär dahin umfahren können. Also ein Bär. Nicht Teddybär, aber ein Bär halt. Und ja, somit war das halt so ein Problem. Ich dachte mir, okay, ich muss ein bisschen ausprobieren, ob es denn wieder auftritt oder ob es jetzt behoben ist, beziehungsweise ob das Spiel jetzt dann, also mein PC auch funktioniert, ohne abzukacken. Und deswegen habe ich ein bisschen online gespielt. Auf das wollte ich eigentlich hinaus. Meine, ich habe es manchmal, dauert es echt ganz schön lange zu erklären, was ich eigentlich will. Und ja, somit entsprechend... War das der Grund, warum ich ein bisschen online gespielt habe? So an sich, wenn man mal ein Rennen kommt, macht es durchaus Laune. Also das, weil ich ja öfters auch gesagt habe, der Multiplayer braucht auf jeden Fall Arbeit, braucht er auch definitiv. Also da sehe ich gar keinen dran vorbei, sage ich mal in die Richtung. Dass da Drutarian auf jeden Fall noch was nachliefern muss. Aber wenn man mal reinkommt, wenn man mal entsprechend in Rennen kommt und so, es macht durchaus Laune. Also nicht falsch verstehen. Macht durchaus Spaß.
Aber es fehlt halt einfach viel zu sehr. Es kommen viel zu oft dieselben Rennen. Es finden sich viel zu selten auch Spieler, mit denen man was machen kann. So Open-World-mäßig. Ich meine, klar, man hat die ganzen Sammelobjekte und die ganzen Speed-Zones und Speed-Traps und den ganzen Spaß. Da hat man definitiv die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man kann hier noch was quasi erledigen, was man im Singleplayer noch nicht hat. Das geht natürlich an sich, aber so wirklich, ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das geht sich punktetechnisch nicht ganz aus, was ich hier mache. Also, ich weiß auch nicht, was genau man machen muss, um das entsprechend da reinzukommen. Allerdings, ja, ich habe auch bisher jedes einzelne Drift-Event ausgelassen, das es so gab, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte und kein Auto hatte, mit dem man auch driften kann. Deswegen vielleicht auch das Problem so ein bisschen da ist. Aber dass es nur zwei Runden sind, finde ich fast ein bisschen schade, das muss ich gestehen, weil damit habe ich nicht lang Zeit, um die Punkte zu holen. Und vielleicht hätte ich mir einfach mehr Mühe geben sollen auch. Weil damit, ja, geht sich das nicht aus. Schade eigentlich. Okay, driften muss ich noch ein bisschen üben. Und somit ja. Ah, nee. Was? Hä? Vicky, wieso? Wie habe ich das jetzt gewonnen? Ich verstehe die Punktevergabe nicht, scheinbar. Okay, wir haben es gewonnen. Frag mich nicht wie. I don't care. Die Million, was haben wir da? Achievement. Verdiene 1 Million im Story-Modus. Ah, okay. Sehr interessant. Na gut, okay. So, wir haben aber, ja gut, 1 Million haben wir nicht am Konto, also es geht nur ums Verdienen. Was haben wir denn sonst für Events? Haben wir denn irgendwas Cooles, was wir machen können? Wo es uns wirklich was auch bringt. Hier hätten wir ein Rennen auf A+. Das bringt zumindest 8000. Hier 5000 ist jetzt nicht die Welt. 4000. Also ich glaube, die Rennen würde ich fast im Großen und Ganzen überspringen, sage ich mal, weil ganz ehrlich. Hier haben wir noch ein S+-Rennen. Ja, ein S-Rennen meine ich natürlich. 5000, das wäre noch okay, sage ich mal, aber auch nicht die Welt jetzt an sich. Ja, wir machen mal das Rennen, das bringt noch am meisten. Hätte ich gesagt. Und ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich so eine Art Fazit, Zwischenfazit-Video machen will. Ich glaube, ich werde das tatsächlich lassen. Ich glaube, ich werde direkt das erstmal durchspielen, das ganze Ding. Weil wir haben zwar jetzt noch ein bisschen was storytechnisch vor uns, aber ich werde ein bisschen, ich will nicht sagen durchrushen in dem Sinne, aber ich werde halt nur das Notwendigste machen, weil die meisten Rennen, die jetzt nur 2.000, 3.000 bringen, das zahlt sich fast nicht aus, dass ich das jetzt entsprechend, dass ich da meine Zeit aufwende. Das ist es nicht wert. Nein, das meine ich das natürlich nicht, aber in dem Sinne, es bringt uns jetzt nicht so viel, weil so dringend brauchen wir das natürlich nicht. Brauchen schon Kohle, aber so viel dann auch wieder nicht. Ich glaube, mit den Hauptevents kommen wir ganz gut zurecht, würde ich sagen. Und eine Sache, die schön ist am Multiplayer, die quatschen nicht. Das ist eine Sache, die ich positiv finde. Ein Spaß beiseite. So schlimm ist eh nicht, aber es ist halt, wie gesagt, gerade für so jemanden, der ein Let's Play macht, was aufnimmt, wie auch immer, ist natürlich schon ein bisschen nervig, wenn die Kollegen da die ganze Zeit dazwischen quatschen. Man entsprechend nicht so wirklich, ja, immer dazwischen reden. Ich meine, klar, die Cops quatschen auch und so, keine Frage, aber trotzdem. Je mehr Leute quatschen, desto blöder ist es auch für so Aufnahmen und so. Aber ja, so. Aber ja, heißt, den dritten Qualifier noch abschließen und dann, ouch. Hallo? Ich würde gerne das machen. Ja, du bist über mir reingefahren, du Kollege. Immer diese Unterstellungen, dass ich der Böse bin. Ich mache gar nichts, ich fahre hier nur ein Rennen. Ich gefährde niemanden, ich bin niemanden noch reingefahren, außer der Cop ist mir jetzt gerade reingefahren. Wohlgemerkt. Ja, das weiß ich. Zugegebenermaßen schon, ja. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht überholt werde von der KI. Dadurch, dass die ja doch ein bisschen so gummibandartig sind. Wie es ja zum Beispiel in Heat gar nicht war, aber yo, okay, Handbremse war keine gute Idee. Müsste mal so ein bisschen ausprobieren, wie heftig eigentlich die Rubberbanden
Weil, ich sag mal so, theoretisch, wenn ich jetzt am Start stehen bleibe, dürften sie mir nicht zu weit wegfahren. Sonst wäre das ja eigentlich gegen das Rubberbanding, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, wie stark es halt ist. Keine Ahnung. Ich habe da jetzt noch nicht so viel... So schlimm kam es mir ein bisschen nicht vor. Also nicht so unfair wie... Ja, war auch da, wenn ich da zurückdenke an, weiß ich nicht, Most Wanted oder so. Da gab es schon ein paar Rennen, wo die KI echt ziemlich heftig am Rubberbanden war. Also ich kann mich an irgendeinen Boss erinnern. Ich habe nun, weiß jetzt nur nicht, welcher das war. Aber ich kann mich an einen der Blacklist-Gegner quasi erinnern, der auch ziemlich heftig rubberbandet und der auch extrem schwer zu schlagen ist, zum Teil. Muss halt wirklich mehrmals, wo ich es auch mehrmals probieren musste, weil einfach das zu heftig ist. Also so wie jetzt, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Abstand sozusagen schon zu der KI, obwohl die gerade noch an uns dran war. Also so heftig ist es hier halt einfach nicht. Kommt mir zumindest so vor. Wie gesagt, ich spiele ja auf dem... Ich habe keine Ahnung, welche Schwierigkeitsgrad... Also ich weiß schon, welche Schwierigkeitsgrad... Gott, wir sind jetzt schon auf 5. Gut, stehen uns bei oder so. Also, ja, nicht wirklich. Aber wir werden mal in ein Versteck fahren. Und den Tag ausklingen lassen. Aber ja, gut, ich meine, das mit den Cops war zu erwarten. Also, ich habe es eh schon oft genug gesagt. Eigentlich, irgendwie vibrierte, wackelt der Spoiler ein bisschen sehr heftig. Vor allem der Spoiler wackelt irgendwie im selben Tempo wie der Kofferraumdeckel hinten. Oder wie auch immer man das nennen mag. Es wackelt quasi im gleichen Tempo, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Obwohl ich in Driftzone gefahren bin und eigentlich nur am Grippen bin. Da kann man da durch. Gut, ich meine, wie gesagt, Cops war zu erwarten, dass wir da entsprechend jetzt... Hoppla. hallo, ich würde gerne rein. Dankeschön. Ging nur mit... die KI gegen die Wand fahren. So, Heat 5, yes, 45.000, immerhin das. Was brauchen wir? 100.000, glaube ich, brauchen wir. Also das kriegen wir wahrscheinlich schon am ersten Tag hin. Sprichst du mit mir oder haben dich die Abgase endgültig durchdrehen lassen? Mr. Rides und die sozialen Medien. Er trifft dort Menschen. Virtuelle Menschen, die wahrscheinlich 70-jährige Omis aus Idaho sind. Trotzdem gut für dich. Hör mal her. Fast and Furry 23 meint, Matteo ist so heiß, ich würde alles für ihn tun. Wenn der mich anfahren würde, würde ich mich bedanken. Und rate mal, was Nerves of Wheel darauf geantwortet hat. Du sprichst in Rätseln, deswegen sag ich mal, mir egal. Er hat geschrieben, Matteo ist so ein Idiot. Ne, okay. Gut zu wissen. Ja, danke für diesen Einblick in Social Media, Mr. Rydell Rides. So, 100.000 brauchen wir auf jeden Fall. Dann kriegen wir den GTR Premium Edition. Quasi mit diesem Legendary Customs Body Kit. Und da kriegen wir dann sowieso unseren Nissan Retour, oder ja, unseren. Nehmen wir es mal unseren, weil ich habe ihn, wie gesagt, nicht so aufgebaut, wie das Spiel es von mir wollte, aber ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall Ende der Woche wieder zwei Autos, die wir gewinnen können. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil da könnte was Geiles, hoffentlich was Geiles dabei, sagen wir mal so. Leider aufgrund der Heat-Stufe sieht man nicht, was für eine Klasse das Auto ist, was ich ein bisschen schade finde, aber okay. Wir gehen Sonntag rein, schauen wir mal, was da Schönes auf uns wartet. Wir machen auf jeden Fall nur das Notwendigste, sage ich gleich dazu. Weil ihr seht, Heat-Stufe 5. Hier haben wir ein Rennen. Sorry, wo wir 24.000 gewinnen können. Der Fischhook, 12.000 Startgeld, 36 kriegen wir da rein, das ist gut. Hier die Rennen bringen jetzt nicht ultra viel, deswegen sage ich ja, die werden wir wahrscheinlich einfach mal überspringen. Das Takeover wird noch am meisten bringen in die Richtung, aber... Also es zahlt jetzt nicht wirklich aus, deswegen wir machen das... einfach mal rein. Ich bin ja, mich würde interessieren, ob man tatsächlich die Story nochmal spielen kann. Bin mir da gerade gar nicht sicher. Was ich mir sicher bin, ist, dass dann Heli kommt und da vorne ein Cop kommt. Ein Stufe 5 Cop, nice.
An denen kann man scheinbar nicht so schnell vorbeifahren. Also einfach vorbeifahren. Das ist wirklich so. Schnell. Schnell kann ich schon vorbeifahren, aber so, dass sie mich nicht jagen, meine ich. Achso. Hm. Da wollte ich gar nicht hin, oder? Oh ja, doch, da wollte ich hin. Ey, jetzt fahren wir da runter. So. Dann fahren wir halt hier entlang. Hinter mir ist ein Undercover-Cop. Vor mir ist ein Cop. Ja, ich weiß nicht, aber... Uiuiui, da müssen wir durch. Aber Nagelband wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Das heißt, wir weichen da ein bisschen aus. So, das, ich denke mal schon, der Cop sieht komisch aus, dabei war das ein... Was ist ein Taxi oder ein Fahrschulauto oder so? Da vorne ist auf jeden Fall dann eigentlich auch schon wieder... Der Treffpunkt, wo ich hin will. Das habe ich gebraucht, dass ich auch noch eine Verstärkung kriegt jetzt. Excuse me, could you please... Ciao. So, jetzt ist nur einer da. Den haben wir nicht gecrashed, obwohl er gegen das Auto gefahren ist. Schade eigentlich. Die Verstärkung gefällt mir nicht. Geht sich das aus? Nö, geht sich nicht aus. Schade. Ich wäre da gerne reingefahren, aber es geht nicht. Ich habe überhaupt nichts ausgeschaltet. Ich war nicht mal in der Nähe. Junge. Da war ich nicht schnell genug. Schade. Mal schauen, ob wir denn irgendwie entkommen können. Ich meine, wenn wir außerhalb der Reichweite sind, ist schon mal gut an sich. Weil dann könnten wir in der Theorie zumindest... Außer da vorne ist halt ein Heli in einem Auto. Da könnten wir in den Treffpunkt reinfahren, wollte ich sagen. Aber so halt nicht. So halt nicht. Meine Güte, ey. Was die nervig sind, ey. Ja, es driften wird besser auf jeden Fall. Also, es ist gewöhnungsbedürftig, es ist definitiv anders, als man das jetzt aus Heat kennt oder so. Es hat schon ein bisschen mehr von dem, was ich zum Beispiel jetzt in einem Forza Horizon 5 oder so drin ist. Autsch. Das tat weh, meine Freunde. So, wo sind wir denn? Da unten sind wir. Wir brauchen eine Tankstelle. Habe ich gerade beschlossen. Also. Beschlossen ist gut. Wenn ich so auf unseren Lebensbalken schaue, wir sollten auch schauen, dass wir Perks kriegen endlich. Ich vergesse es jedes Mal, wenn wir in der Garage sind, dass wir ja theoretisch Perks kaufen könnten. Oder praktisch auch, aber... Das sollte sie stoppen. Sonderwagen hier. Wir sind erledigt. So, da kommt schon wieder Verstärkung, weil die Verstärkung schon wieder weg ist. So, haben wir das jetzt? Komme ich da jetzt endlich raus? Nö, komme ich nicht. Solange der Heli hinter uns her ist, eher nicht so. Heli hat aufgehört, uns zu verfolgen, so wie es aussieht. Dann können wir jetzt in den Treffpunkt reinfahren. So. Endlich mal weg von den Affen. So. Kommen wir in der Stufe 4 Verfolgungsjagd. Achso, ja, siehst du, das habe ich gequatscht. Schließe einen Speedrun ab während der Verfolgungsjagd mit Fahndungsstufe 4. Ja, gut, die haben wir aber nicht. Wir wetten da mal gegen Lyric, die kenne ich noch nicht. Ah, okay, die fährt den Porsche, den Boxster. Den Boxster, oder? Glaube ich jetzt. Das ist schon mal gut, der Fischhook. So, gehen wir mal schnell wieder in den Fotomodus, ihr kennt das. Ich habe gesehen tatsächlich, dass es auch schon den Camera, das Camera Toolkit, das wir auch schon aus Heat kennen,
dass das tatsächlich schon für Anbauen verfügbar ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde das machen, weil da können wir dann auch die Kamera wirklich so bewegen, wie wir wollen. Also da haben wir definitiv mehr Freiheiten als jetzt in dem Fotomodus. Aber das ist das, was ich ja sehr, sehr schade finde. Und ich habe es jetzt oft genug erwähnt. Ich werde es jetzt nicht nochmal sagen. Oder vielleicht doch. Aber tatsächlich gibt es das Camera Toolkit. Das werde ich mir noch anschauen. Da wird es auch ein eigenes Video, nehme ich an, dazu geben. Weil das werden wir definitiv auch nochmal, würde ich auch gerne nochmal zeigen. Für alle von euch da draußen, die es interessiert. Das ist nämlich ziemlich cool. Kann man definitiv mehr machen, als es jetzt hier so ein Fotomodus kann. Da kann man eben auch so Kamerafahrten und so Zeugs machen. Also das ist schon ganz cool eigentlich. Schöner Porsche. Bitte was? Mir kommt irgendwie vor, das Spiel ist zu leise. Also ich meine, ich habe nichts umgestellt, deswegen irritiert es mich ein bisschen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist zu leise im Verhältnis zu... Zum Beispiel, wenn ich jetzt Spotify-Musik abspiele oder so, dann ist die zu laut. Ja, das kann man durchaus so sehen. Zum Glück ist das Rennen lang genug. Und die... Yo! Diggi! Guten Tag, ich fahre da mal kurz vorbei an ihn. So viel zum Thema Driften kann ich jetzt oder so. Das geht dich gar nichts an. Ui, das. Da war ein kleiner Jump drin, da wollte der Wagen plötzlich ein bisschen mehr nach rechts, als ich wollte. Das hätte jetzt auch durchaus schief gehen können. Sag, wollte nicht eigentlich vor mich fahren, sondern kann ich wenigstens Windschatten nicht abgreifen kann. Das wäre schon mal hilfreich. Irgendwie schaut es gerade ziemlich schlecht aus für mich. Ich muss echt aufhören mit diesem Uns. Da komme ich mir irgendwie sehr schizophren vor. Aber keine Ahnung, es fühlt sich irgendwie so an, als wäre der Teil von dem Ganzen. Also die paar Leute, die sich das Let's Play zumindest geben. Ja, weiß auch nicht, Digga. Irgendwie... Schaut jetzt nicht so toll aus. Ich weiß nicht. Ich glaube, das gewinnen wir nicht. Ich glaube, da brauchen wir noch einen Restart. Das heißt, wir haben den... Ey, mein Gott, wir haben ja 4 für diesen Tag. Deswegen halb so wild, würde ich sagen. Aber... Guten Tag. Okay, wir werden das, glaube ich, nochmal gleich restarten, bevor ich jetzt ins Ziel fahre, weil das bringt genau gar nichts. Starten wir nochmal neu. Warum nicht? Warum denn nicht? Weil ich mal gesagt, wozu haben wir die Restarts? Und je höher der Schwierigkeitsgrad, desto weniger. Schon eigentlich, ja. Vor allem bei den aktuellen Strompreisen und Energiepreisen. Guten Tag. Ab mal so ein Highspeed-Drift. Ja, das Driften auf jeden Fall ist anspruchsvoller. Das habe ich eigentlich vorhin gesagt, genau. Bevor ich da unterbrochen wurde von meiner eigenen Unfähigkeit beim Autofahren. Ciao. Ja, sagt er, der gerade frontal gegen den Verkehr gefahren ist. Nennt uns schlechte Fahrer. Ist okay. Ja, ja. Cops waren gerade anderer Meinung. Mal so am Rande erwähnt. Was tue ich? Was tue ich? Da habe ich ein bisschen früh einlenken wollen. Weil das Blöde ist, das Spiel setzt einen ja relativ schnell zurück. Hinten hat einen runtergebremst, wenn man am Checkpoint vorbei ist. So ganz dezent. Aber. Kann man die irgendwie. Takedownen, die Kollegen eigentlich? Das wäre irgendwie cool. Also die Cops kann man ja ausschalten, indem man sie, ja, zum Beispiel so. Wobei ich da jetzt nicht viel dazu beigetragen habe, sondern der hat sich einfach selbst gecrashed wieder. Ja, aber die können zum Rennen. Nein, stimmt nicht, ich bin gegen dieses eine Auto gefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist ein Lieferwagen, Taxi. Ich habe mir noch nie in Detail angeschaut, was das eigentlich ist.
Da vorne ist ein Raptor auf jeden Fall. Es wäre richtig cool, wenn du die KI abdrängen würdest. Hat er Angst, er drängt mich ab. Wie man vielleicht gesehen hat. Also so einfach ist es tatsächlich gar nicht gegen Lyric hier. Ist halt doch, so ein McLaren ist halt doch ein bisschen was anderes als jetzt mein RX-8 hier. Oh. Es wäre schon geil, wenn ich das gewinnen würde, also jetzt ehrlich. Auf wen? Das könnte knapp werden, wenn ich jetzt Pech habe, überholt mich dann noch volle Ziellinie. Nitro mich auch keins mehr und der Kopf ist sehr nah mit dran. Das heißt, Verfolgung geht auf jeden Fall weiter. Das war eine knappe Kiste auf jeden Fall. Ich hätte gern was. Ich meine, der Wagen ist geil, nicht falsch verstehen. Aber ich hätte gern was ein bisschen flotteres. Also vor allem in die Richtung, dass ich was auf Grip habe, ist, weil ich fahre einfach lieber Grip irgendwie. So geil Driften auch durchaus ist und sein kann. Ah, der Wagen ist wieder repariert, kann das sein? Nagelband voraus, das sollte sie aufhalten. Oh. Oh. Er rammt nicht die ganze Zeit. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Entschuldigen Sie. War zu weniger cool, als ich erhofft hatte. Tag. Was eigentlich? Guten Abend, Officer. Gibt's ein Problem? Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt ein Problem. Ich weiß noch nicht was. Ciao. Ciao. Yo. Also ist auf jeden Fall genug viel Verkehr unterwegs. Ciao. Ich schwöre, ich war es nicht. Komme ich zum Unterschlupf rechtzeitig? Schauen wir mal. Yes. So, und damit entkommen. Ciao. War nämlich ganz unauffällig. Naja, ein bisschen Kohle ist zusammengekommen. Das ist okay. Wir können ja mal schauen, was wir denn für Autos. Ich würde mir gerne irgendwas kaufen, so Grip. Also, ich meine, ich hätte ja auf einige Autos Bock. Gespendet. Eine edle Karre kostet nun mal. Wenn ihr schnelles Geld braucht, habe ich Jobs für euch. Danke, aber wir brauchen Aufträge, die viel Kohle bringen. Solche Aufträge haben meiner Meinung nach immer einen Haken. Ohne Risiko keine Belohnung. Ja, das sind die zwei unterschiedlichen Ansichten. Das haben wir auch in den letzten Folgen festgestellt. Die Lieferungen von Rydell sind schnell fahren bis zum Ziel und die von Tess sind irgendwie so. Ja, versuche halt nicht zu sterben oder so. So was in die Richtung. Schauen wir mal schnell rein, was wir denn Schönes haben. Jetzt schaue ich noch eine Sache. Nee, hier rein. Leistung. Upgraden, wir haben alle Stufen freigeschalten. Gut, das ist ja schon mal was Positives. Hier, kaufen und verkaufen. Hier wollte ich rein. Meine Güte. Also ich hätte irgendwas Schnelles auf jeden Fall. Wir können ja mal nach Bewertung sortieren. Ist halt die falsche Richtung eigentlich, aber egal. Gibt es da irgendwas Schönes? Ich meine, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas auf S. Und eher was Grip-mäßiges. Also beim Handling sieht man ja den Balken quasi. Und wie gesagt, was ich jetzt so verstanden habe, ist, besser die Fahrzeuge sind so mehr Richtung Grip, dann kann man sie auf Grip bauen. Wenn sie Richtung Drift sind, sollte man sie eher auf Drift aufbauen. Also den Mustang zum Beispiel hier oder den Nissan Z hier. Die werden eher, der ist neutral. Der Lotus zum Beispiel. Ich meine, den würde ich eigentlich ganz geil finden. Der sieht schon cool aus irgendwie. Also habe ich gar nicht so mitbekommen, dass da einen neuen Lotus gibt, aber der schaut schon irgendwie sehr geil aus, muss ich sagen. Aber kostet 106.000. Haben wir natürlich momentan nicht. Den Countach würde es geben. Gut, den gefällt mir jetzt weniger. Da würde ich lieber den neuen haben wollen, wenn dann. Porsche wäre auch eine Idee. 911 Carrera GTS Cabrio, wobei ich bin nicht so der Cabrio-Fan, muss ich sagen. 718 Spider. Ah, 718 Spider heißt er. Nicht Boxster mehr. Okay, I see. Polestar gibt es noch. Hier ein 911er.
Was ich ein bisschen schade finde, es fehlen mir so ein paar aktuelle Modelle von diversen Herstellern. Also die sind dann doch alle 2018 da, 2020 ist vielleicht noch so das Neueste in die Richtung, was drin ist. Aber mir fehlt so ein bisschen was Aktuelleres. Also gerade wenn ich hier auf, ja, keine Ahnung, ich meine, natürlich gibt es aktuelle Sachen auch und neue Sachen, aber mir, ich hätte zum Beispiel einen Huracan SDO hätte ich gern. Der ist ein bisschen neuer als das, was drin ist zumindest. Oder, ja, keine Ahnung, aktuelle, ganz aktuelle Porsche gibt es ja auch, aktuelle Modelle. Oder wenn wir nur beim Golf bleiben, mit dem ich Multiplayer angefangen habe, warum ist da kein 8er Golf Clubspot drin zum Beispiel? Warum gibt es den nicht? Finde ich auch ein bisschen schade. Der schaut natürlich auch geil aus. Da haben wir den Performante. Ja, Fiesta. Focus meine ich natürlich. Haben wir aktuell noch nicht freigeschalten. Cayman GT4. Da gibt es zum Beispiel auch den Cayman GT4 RS oder so, glaube ich, ist das aktuelle Modell. Den ganz neuen, der ist richtig geil. Den hätte ich zum Beispiel Bock. Oder ein aktueller M4 zum Beispiel fehlt mir auch. Wie gesagt, so ein GT Black Series ist natürlich auch geil. Kostet aber gleich mal 250.000. Mal schauen, ob wir das kriegen. Ich befürchte ja nicht. Achso, den haben wir noch gar nicht freigeschalten. Okay, dann können wir den aktuell theoretisch noch nicht kaufen. Praktisch schon. Zeige ich euch dann gleich noch wie. Was hätte man sonst Geiles? Ich meine, die sind alle noch nicht freigeschalten. Die kriegen alle erst mit der Zeit freigeschalten, wenn die Story voranschreitet. Das heißt, ja, die sind halt, weil sie alle schon S Plus sind und so weit sind wir noch nicht. Ich meine, der wäre natürlich geil. Der wäre sehr ein neues Fahrzeug tatsächlich. Ein relativ neues. Wäre natürlich sehr geil, aber kostet halt, was kosten der? Ich meine, davon abgesehen, dass wir nicht kaufen können, 283.000. Wir könnten auf jeden Fall, was wir dann, ah nein, können wir auch nicht, verdammt, können wir auch noch nicht kaufen. Warum können wir den noch nicht kaufen? Also ich meine, es steht halt einfach nur da, in der Story voranschreiten. Das ist halt so, okay, danke für nichts irgendwie. Ich glaube, ich hätte das anders sortieren sollen. Es ist auf jeden Fall eine gute Auswahl drin, jetzt versteht mich nicht falsch. Aber mir fehlt das gleiche Problem, was ich auch bei... Okay, der Stefan, du hast zwei Stunden, wenn du so voranschreitest. Okay. Das ist aber das gleiche, was ich zum Beispiel auch an einem Forza Horizon 5 kritisiert habe, zumindest zu Release, aber jetzt auch noch zum Teil. Es dauert halt, also es fehlen einfach die aktuellen Fahrzeuge. Ich verstehe schon, dass so ein Modell lange zum Bauen braucht an sich, damit du ein fertiges 3D-Modell hast, entsprechend die ganzen Werte eingetragen hast, die Tuning-Optionen, die natürlich hier noch dazukommen und so weiter, das Balancing richtig hinbekommst und so, dass das alles Zeit kostet und entsprechend auch Geld, ist mir durchaus klar. Natürlich, die Fahrzeuge kosten Lizenzen, du musst dafür sorgen, dass du es irgendwie kriegst zum Scannen, zum Fotos machen, du musst das 3D-Modell nachbauen und so weiter. Das ist natürlich alles nicht ohne, das ist mir durchaus bewusst, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Ich meine, so ein M4, warum da kein aktueller drin ist, ja, keine Ahnung, oder sowas in die Richtung. Das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Weil es so viele coole Autos geben würde. Ich bin fast versucht, den Lotus Emira zu kaufen, wenn wir entsprechend dann die Kohle haben. Dauert halt natürlich noch ein bisschen. Oder halt so ein 718 Cayman GTS, wobei da ist mir der GT4 Clubsport lieber, ehrlich gesagt. Ja, okay. So viel dazu. Ja, die coolen Sachen können wir uns noch nicht leisten, deswegen, da würde ich sagen, machen wir dann in, ja, schauen wir, ob wir vielleicht Kohle zusammenbekommen. Wir haben auf jeden Fall jetzt Montag, das heißt, es wird hier auch wieder angezeigt, wir haben ein Rennen mit besonders viel Geld. Mal schauen, was das denn wäre oder was denn ist. Wir haben auf jeden Fall da ein Rennen hier, da bekommen wir 20.000, das ist ein Drift-Event auf S. Mal schauen, ob wir es diesmal besser hinbekommen vielleicht. Das könnte man auf jeden Fall mitnehmen, hier hätten wir auch 8.000 Belohnungen wieder für den ersten Platz. Hier unten haben wir auf jeden Fall ein Duell wieder. Das ist auch natürlich nett eigentlich. Hier 6.000, also ihr seht, wir können durchaus ein bisschen, was das Problem ist, nur wir haben hier schon 1,5 Heat, dann haben wir hier, wenn wir das, also das Event hier bringt eine Heatstufe, das bringt ein halbes, sind wir bei 1,5. Hier oben das Event bringt nochmal einen drauf, das heißt, wir sind bei 2,5. Wenn wir dann noch eins machen würden, sind wir schon bei 3,5. Hier oben haben wir noch ein Event, das bringt einen halben, also sind wir bei 4. Und dann ist auch schon eigentlich wieder die Nacht, gehen wir schon in die Nacht mit Heatstufe 4 oder vielleicht sogar mehr. Hier haben wir noch ein Rennen, das nochmal 10.000 bringt. Wird lustig, dass es nicht angezeigt wird, obwohl das mehr bringt als manch andere Rennen. Finde ich manchmal ein bisschen komisch, die Anzeigen. Aber damit sind wir quasi, wenn wir das alles machen, schon wieder bei Heatstufe 5. Das ist halt doch, wobei ich glaube, zeigt nur die S, naja, aber zeigt auch nicht an. Also, aber scheinbar die Niedrigklassik-Rennen, also A zeigt da zum Beispiel dann gar nicht mehr an. Ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, wir machen direkt einfach mal das Duell dann als nächstes. Ich gehe mal hier raus aus dem Ganzen, aber ich glaube... Genau, im Polizeifunk heißt es, dass heute Nacht jede Menge Cops unterwegs sind. Danke, Rydell.
wirklich. Ich weiß, du kommst klar, aber sei vorsichtig. Wäre echt schade, wenn du das hart verdiente Geld an die Cops verlierst. Was ich persönlich nicht ganz verstehe ist, sie haben ja normale Rauch... Speedy, ich hab mal gerechnet. Bis zur Qualifikation brauchen wir viel mehr Kohle. Das wird schon. Wir müssen den Einsatz erhöhen. Warum habe ich das Gefühl, dass Rydell nicht davon erfahren sollte? Bleib cool, Speedy. Ich werde meine goldene Gans so kurz vor dem Grant vor Ärger bewahren. Wenn du meinst. Ich melde mich, wenn ich was hab. Ja, so viel dazu. Was ich ein bisschen schade finde, ist, sie haben ja scheinbar normalen Rauch eingebaut. Der wird am Anfang wird so nur normaler Rauch getriggert, so ein bisschen. Warum man entsprechend den dann nicht zur Auswahl stellt, verstehe ich irgendwie einfach nicht. Aber scheinbar, ja, sehe ich da die Dinge anders als die Entwickler. Aber wer weiß, nachdem doch da sehr viel Kritik auch kam, wer weiß, vielleicht beschließen die Entwickler, dass sie das noch nachreichen. Ich würde sagen, damit lassen wir es aber fürs erste Mal gut sein mit dieser Episode des Let's Plays und machen die Rennen dann hier am Montag. Ich glaube, Montag ist jetzt, oder? Montag ist, genau. Machen wir am Montag dann entsprechend in der nächsten Episode. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das, Like da lassen, Abo da lassen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.